Mach Freunde Digga, lieb. Digga, können wir jetzt das mal buchen eigentlich? Digga, noch Ende des Monats. Digga, lass mal kurz live hier gucken jetzt. Ich hab mir das heute noch gedacht, ich muss mal wegen Flügen gucken, Digga. Ich hab mir heute gedacht, Digga, das ist ja einfach diesen Monat. Ja. Weil ich muss echt gucken wegen Uni, ne? Das ist richtig Krampf bei mir. Das fickt mich ein bisschen. Chat, wir gucken jetzt live nach Flügen für Los Angeles. Dann seht ihr mal, wie teuer sowas immer ist. Digga, ich hab heute Alexandros im Extrablatt gesehen, ne? Mhm. Digga, ich sitze neben dem, der so... War der nicht in New York oder so? Bruder, der meint, Ende des Monats fickt der nach Philly. Ich so, was macht nach dein Arsch? Nach Philly? Bruder, was macht sein Arsch in Philadelphia, Bruder? Boah, lass den nehmen, auf jeden Fall, Bruder. Ja, Flüge sind immer noch cheap, auf jeden Fall. Der ist sehr sexy, ja. Okay. Der ist sehr sexy. Wobei, was geht für dir? Ah, nee, der ist ein Zwischenstopp. Kannst du nur direkt? Ich werde mir auf jeden Fall diese Premium buchen. Weil da habe ich direkt 30 Kilo Abgabegepäck für einen Huni mehr. Und jetzt ein Rückflug. Ja, das Ding ist, das hatte ich auch geguckt. Digga, du findest keine Rückflüge, die direkt fliegen, ne? Das ist ein bisschen Krampf. Da hab ich eigentlich gar keinen Bock drauf, Digga. Da hast du so. Guck mal. So 8 Stunden Aufenthalt in Seattle. Können wir nicht, maybe so Flug nach. Bruder, ich hab eigentlich Bock auf Toronto. So, lass mal von. Also so 11 Tage. Digga, tot. Weißt du, wie kalt Toronto im November ist? Digga, muss ich so Winterjacke mitnehmen. Geil. Dann lass mal nach Digga, Vegas machen wir Roadtrip mit Auto. Da muss ich halt diese Lip treffen, ja. San Francisco machen wir auch auf jeden Fall. Also. Wobei, Vegas weiß ich nicht, aber wir machen auf jeden Fall San Francisco. Kauft einfach eine Wohnung. Atlanta. Genau, vor einem Jahr Toronto gewesen. Atlanta. Und das Ding ist, und dann habe ich bei Check24 geguckt, wegen Lufthansa oder so. Wir können auch Lufthansa fliegen, weil die fliegen hin und zurück direkt. Aber Konto halt nicht. So Rückflug scheiße mal rein. Wenn ich einen Hinflug einzeln buche, dann kostet der nicht 400, sondern kostet 800. Wenn man das einzeln bucht, das ist immer so. Okay. Und wie? Direktflüge. Guck, es gibt einfach keine. Also, gibt. Ja, geh mal noch da. Ja, erst wieder ab. Guck mal, es gibt einfach so. Nächstes Jahr im April wieder. Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. El Condor, ja. San Francisco Underrated. Ah, ich hab Check24. San Francisco ist wirklich geistrang. Ich will da auf jeden Fall hin. Dieses Mal. Ich war noch nie da. Meine Schwester war da. Ja, das ist wirklich krass. Flüge. Fliegt ihr dann nach Rio de Janeiro? Frankfurt. Los Angeles. Guckst du so 28. bis 7. oder so? Nur Direktflüge. Kommt, glaube ich, diese Lufthansa. Also sie. Es geht aber klar. Wobei sie ohne Aufgabe Gepäck. Boah, hart. Glaubst du, Travis Konzert in MetLife? Boah, Digga, das ist jetzt, ne? Das ist in 2 Tagen. Geistkrank. Das ist halt schon hart teuer, ne? Oder? Ja, das ist sehr teuer. Guck mal. Und da, inklusive Aufgabegepäck, boah. Sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht, ja. Bei mir ist gerade generell Reisen so abgefuckt, weil ich dieses Semester so viel Anwesenheitspflicht habe. Das fickt mich ein bisschen. Das Ding ist, wir wollen halt beide eigentlich unbedingt nach L.A. wieder im November fliegen, so für Content-Trip, weil das ist einfach geil, weil erstmal ist in L.A. halt voll geiles Wetter und hier ist halt voll Scheißwetter. Und ist halt geil für Content und CPM schmeckt auch bei YouTube, was soll ich sagen? Digga, ich sag ehrlich, letztes Jahr, ey, war wirklich, boah, Peak. Das war Peak-Reise wirklich. Digga, dann lass diese 8 Stunden auf. Bruder, das war so geil mit Leon auch. Deswegen, mich vielleicht ist Oscar und Leon mitkommen, ja. Ich hab mit denen geredet, ja, aber ist ein bisschen tot bei denen. Ja, ich glaube, das wird eh nix, aber ich hätte eigentlich so Bock. Was mit so einem nee, das hast du auch gefragt, ne? Amre kommt mit, der ist eh nicht mehr drin. Amre kommt mit L.A. Es wäre geil, wenn wir noch, weil dann ist doch alles günstiger, dann ist so Auto günstiger, dann ist so, man kriegt das alles viel günstiger halt. Boah, ich kann mir auf jeden Fall diesen Rückflug, Digga, 6 Uhr morgens, tschüss. So, 1:50 in New York, klar, das ist cool, das geht fit so. Bruder, aber du landest 5:50 in Frankfurt. Ja, bist du hier, bist es halt 8 Uhr. Ja, und da musst du den ganzen Tag noch so durchhalten, einen auf den. Tschüss. Boah, das ist echt schlimm, ja. Aber den würde ich nehmen. Bei dem hier. Seattle 4 Stunden auch noch. Ist okay, aber das ist schon hart, ja. Das ist halt diese bisschen essen, chillen und so. Danach halt nochmal 10 Stunden. Deswegen, wir können halt immer Lounge dann so, ne? Geht halt klar. Aber trotzdem ein bisschen abgefuckt. Aber was wird das jetzt kosten, wenn ich den jetzt hier noch nehme? Premium Economy. Guck mal, das, ich sag euch ehrlich, Chat, das ist eigentlich gut. Guck mal, Hin- und Rückflug zusammen und der Hinflug ist sogar Premium Economy.
Der würde eigentlich drei, also eigentlich würde das, wenn du beides Economy normal fliegst, würde das hin und zurück 580 Euro kosten. Deswegen, man kommt eigentlich relativ preiswert nach L.A. Warte, ich muss da ganz kurz hier. So, jetzt seht ihr es. Jetzt seht ihr es hier. Guck mal. Das ist eigentlich, man kommt da schon preiswert hin, sag ich ehrlich. Wie sind die Daten jetzt von dem Flug? Ah, das ist 4. November, Digga. Das ist viel zu kurz. Das ist 29. bis 4. November, Digga. Das sind 5 Tage oder so. Wir müssen hier eigentlich einen nehmen. Die sind halt, wir müssen hier so den hier eigentlich nehmen. Ah, der ist halt wieder tot. Boah, der ist auch 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens fliegen, 5 Uhr ankommen. Tschüss. Digga, ich glaube, es gibt irgendwie im Oktober keine, im November keine, guck mal, kein Direktflug, ganz November. Digga, eben auch ein Google, was bringt mir das Google Flights, ja? Dass du direkt alle Preise siehst, dann so. Das hier? Von L.A. nach Miami. Boah, das könnte man for real sogar machen, ja? Schau mal, Miami. Warte mal, wann ist in Miami Rolling Loud Chat? Ah, das ist im Dezember. Ich dachte mal, ich kann das verbinden. Was gibt's noch, wo man... Boah, weißt du, was krass wäre? Hawaii. Aber es ist voll dumm. Weil du fliegst dann noch weiter weg. Schwer down. Ja, aber das ist voll dumm. Vor allem, dann, da musst du wirklich so 3 Wochen weg sein. Voll... Warte mal, ich guck mal auf Lufthansa. Auf eigene Website. Lufthansa kann ich halt safe business fliegen. Das wäre eigentlich krass. Von L.A. nach Houston. Was will mein Arsch in Houston, ja. In Amerika ist wirklich alles tot, außer Kalifornien und New York und so Miami, Florida. Aber alles so, was im Zentrum ist, ist alles so tot. Ja, ich glaube halt, Miami ist auch nur krass, wenn du halt so feiern, also so, keine Ahnung, für Jugendliche, glaube ich, ist nicht so. Ach so, ja, aber ich hoffe, das bleibt doch noch so, wenn es so kurzfristig ist. Okay. Direktflug sieht super aus. Boah, Einflug 600, ja. So viel Zeit haben wir zurück bei Condor, gefühlt. It's funny in the couch, I let it spin. Das ist halt krass, da Lufthansa fliegt halt direkt. Digga, man denkt, wenn du Condor nur einen Hinflug buchst, ist ja irgendwann mal... Aber das hier geht, 300. Mit Gepäck. Ja, 9 Scheine. Kannst du den nicht einzeln buchen? Ist ja dann viel, wirklich viel teurer. Geh mal nur auf den... Also einzelne Flüge eigentlich immer teurer, als wenn du hin und zurück direkt zusammen buchst. Aber ich kann gucken. Ist Condor solid oder nicht? Ist solid. Solid. Ich bin eigentlich fast immer, also wir sind letztes Jahr auch mit Lufthansa geflogen, mit Leon nach L.A. Aber ich bin eigentlich bis jetzt fast sonst immer nur mit Condor geflogen. Guck mal. Das ohne, guck mal, mit Ab, Digga, du musst dir geben, mit Abgabegepäck kostet nur ein Flug mehr als beide Flüge zusammen. Wenn man zusammen bucht. Das ist geistkrank. Guck mal, 1000 Euro für einen Flug. Das Ding ist, ich würde diese 9 Scheine für Lufthansa wahrscheinlich sogar blechen, weil ich würde halt da bis zum Fliegen und dann ist eigentlich geil. Weil das ist halt schon trotzdem ekelhaft irgendwie. Ne? Ja, natürlich ist es ekelhaft, aber... Vor allem, wenn du weißt, du kannst normalerweise direkt fliegen, dann ist es noch ekelhafter. So, wenn du sowieso Zwischenstopp hast, so wie, ja, ich nach Tokio geflogen bin oder so. Dingen sich gar nicht ein, ne? Das Ding ist, das sind jetzt so 200 Euro mehr als wir sonst zahlen. Wir haben letztes Jahr so 7 Monate gezahlt hin und zurück mit Gepäck und so. Fuck trotzdem ab. Digga, letztes Jahr war LA wirklich so billig, ne? Wir haben Flugbillig bekommen, Hotel war so, Digga, wir haben Hotel so für, ihr müsst euch geben, wir haben letztes Jahr in L.A. so für 10 Nächte, so pro Kopf, so 300 Euro gezahlt. Das ist geistkrank. Und dann Auto auch so pro Kopf, so 250 oder so für einen Tesla. Guck mal, jetzt erstmal ein Auto. Es gibt ja eh kein Tesla mehr. Wir kriegen eh irgendeine Dreckskarre. Es gibt keine Teslas mehr. Wie? Der meinte auch letztens noch zu mir, die vermieten keine Teslas mehr in Los Angeles. Wie können die so abfucken, Alter? Wir kriegen irgendeine Dreckskarre. Also ich hatte ja auch so ein ganz anderes. Ich hatte ja einen Tesla gebucht sogar und hab ein anderes Auto bekommen dann. Ich gucke jetzt nochmal so auf Ernst. Wie der die ganze Zeit sagt, ich gucke jetzt auf Ernst. Ja, so mäßig, ich gucke jetzt nochmal einmal so. Das Ding ist, ich will bei Condor eigentlich Premium Economy fliegen, weil es ist immer nur so ein Huni teurer und du hast halt 32 Kilo und hast halt Premium Economy. Ich gucke jetzt noch einmal auf Ernst. Wir gucken mal so, 29. Nur noch 30. Warum? Weil der billiger ist. Digga, guck mal, 31. ist schon 200 Euro. Ist das jetzt Rückflug? Das ist Hinflug, das kostet eh gleich. Was sind denn Uhrzeiten? Ist eh derselbe. Ja, ist genau derselbe. Ja, der ist 5 Minuten später. Warte, was kostet Premium Economy hier? Weil es ist immer unterschiedlich. Genau, 100 Euro mehr. Und... Was ist jetzt am Premium Economy besser? Warte kurz. Guck mal, wie Premium Economy hier einfach kostet. Ist immer unterschiedlich irgendwie. Am Premium Economy besser ist, du hast 32 Kilo Aufgabegepäck, anstatt 20 Kilo. Okay. Du hast viel mehr Beinfreiheit, so viel größeren Platz. Kriegst anderes Essen. Okay. So, kriegst besseres Essen. Und hast so überall Priority. Das ist jetzt nicht überkrass, aber es kostet halt eh nur ein Huni mehr, so weißt du.
Ja, Eno und Huni sind halt 33. Aber ich würde es halt, wenn Sings, wenn du Upgrade machst, kostet halt 200. So, wenn du es direkt musst, kostet halt 100 Euro. Ich würde es aber, wenn, glaube ich, wenn ich, ich würde es, wenn dann beim Rückflug machen, weißt du? Weil Checks mit Gepäck, wenn wir da Sachen kaufen und so, hast nicht so Filme. Ich bin ja jetzt Rückflug auch in Premium Economy geflogen, das war so geil, Digga. Ich konnte so 32 Kilo Gepäck mitnehmen. Ich konnte kaufen, was ich wollte. Aber ich mache es mal immer auf Ernst. Wir nehmen jetzt Linie und nehmen einfach Economy. Ja. 300. So. Economy. Aber wir müssen aber das hier nehmen, weil hier ist kein Aufgabegepäck dabei. Nee, das ist das, was ich meinte. Guck mal. Economy mit Aufgabegepäck kostet 360 und das kostet 80 Euro einfach nur mehr. Premium Economy. Ah nee, das ist nicht Premium. Premium. Hä? Was geht jetzt hier ab? Ist das der richtige Flug? Ja, ich bin am richtigen Flug. Boah, ich will unbedingt nach LA, ja. Warte mal. Premium Class kostet 409 und Economy kostet 360. Das heißt, du zahlst 60 Euro mehr für Premium Economy. Das ist das, was ich meinte. Ja, okay. Dann ist, weißt du, das lohnt sich geistkrank. 60 Euro mehr, Digga, juckt nicht. Aber nehmen wir jetzt einfach mal hier normale Economy. Rückflug. Boah, der ist halt. Das ist, glaube ich, dieser Gottlos mit 8 Stunden. Okay, boah. Was ist denn, wenn wir einfach ein bisschen früher fliegen und den Rückflug nehmen? Also einfach in 2 Wochen. Digga, das will ich im Oktober da. Wir müssen im November und so. Ich will ja auch da ein bisschen was für Black Friday machen und so. Achso, CPM, okay. Und so geht ja auch viel geiler da. Was geht bei dem hier? Das ist derselbe. Oha, der ist krass eigentlich, ja. Ist der teurer? Der geht klar. Okay, der kostet gleich. Guck mal, der geht klar. So, nach San Francisco. Aber wann ist der denn? Und der fliegt so 2 Stunden Aufenthalt. Ja, ist okay. Aber er ist am 30. Oktober, Bruder. Willst du einen Tag bleiben? Achso, oh. Digga, warum wird das immer so angezeigt? Warte mal, wie lange wollen wir denn bleiben? Wie lange willst du bleiben? Ich will eigentlich schon wieder so 11 Tage. Ja, aber ich glaube, ich kann nicht so lange, ja. Warte mal. Ich will schon diese, dass wir so 2-3 Tage wirklich einfach nur diese chillen. Weißt du, dass wir auch so vielleicht Videos cutten, zum Worken. Ich guck mal kurz Kalender. Ich habe so ein krankes Café da und das ist geistkrank. Einfach 120 Euro gucken, einfach nur zu, wie die ganze Zeit hier so nach Flügen gucken. Ja, der ist eigentlich stark, ja, sag ich ehrlich. Den könnte man nicht echt überlegen. 600 Euro ist halt wirklich krass, aber ich würde halt safe mir Premium buchen. Ja, muss also, also für den Rückflug auf jeden Fall, wegen Gepäck. Aber Hinflug geht eigentlich klar. Bruder, wenn du diese 32 Kilo hast, tue ich Sachen einfach bei dir rein, Bruder. Ja, so darfst du ja nicht denken, Digga. Dann buchst du das nicht. Five-Hat, ich buch das doch nicht für dich. Five-Hat, Bruder. Ja, mach mal hier von ein Foto oder so. Schick mir das mal bei WhatsApp. Und kannst du jetzt noch mal sehen, ob das... Mach mal einen neuen Tab auf. Wir haben jetzt Flug. Wegen dem Hotel. Achso, kann ich auch bei Mac nur gucken, ich bin okay, dann so. Guck mal nur Auto. Einmal Auto so ungefähr gucken. Auto wird gottlos, ja. Sag ich ehrlich. Mietwagen. Lachs. Was war das denn jetzt für ein Datum? 29. bis... Geil, jetzt der billiger. Ja, einen Jeep, den hatten wir auf Hawaii. Das ist eigentlich cool. So, aber. Geil. Kennst du, der kostet so 40 Euro weniger, so. Der ist eigentlich geil. Digga, das ist, glaube ich, der, den ich hatte. Ich sag echt, der war richtig geil. Der war richtig. Also, wir sagen so Mietwagen nochmal so, sagen wir 2,50 für jeden. Okay. Sind wir bei. Sagen wir 900. 900. Dann war. Hotel war. 70, ne? Pro Nacht, pro Person. Ja, 90. Oder 70, ein Zimmer. 79, ein Zimmer. Also 35 pro Person. Mal 9. 350. Mach mal 400 daraus. 400, das heißt 1300. Geht klar. Okay. Chat vielleicht, also ich glaube, es interessiert vielleicht echt einigen von euch. Also wir haben jetzt Flug, Hotel und Auto zu zweit für 1300 Euro pro Person. Das ist geistkrank. Das geht halt auf jeden Fall überlegt klar. Überlegt mal, wären wir 4 Leute. Und wir holen das halt beide allein mit den YouTube-Videos wieder raus, die wir machen. So. Ja, und es ist ja eine Geschäftsreise 1300. Ich setze alles von meinen Steuern ab. Ich war auf jeden Fall keine 1,3 mit YouTube, aber wie gesagt, halt Ausgabe ist wichtig. Und das Auto wird billiger, weil ich werde ja auch einen Tag einen Cyp haben. Das heißt, einen Tag werden wir dann ein Auto nicht haben. Wobei nicht, aber wir mieten einfach durch und scheißen drauf, also, weil das ist ja voll der Film sonst. Soll ich das zurückbringen? Ja. Was gab auch mal für Amerika? Visum, nur ein Esther. Aber das hält 2 Jahre, also Digga, brauchen wir beide keine. Alex hat mich heute gefragt, ob man sein Esther umschreiben muss, wenn man halt zum Beispiel jetzt in einen anderen Ort fliegt. Okay, Chat. Das erste mit dem Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war interessant für euch. Danke alle, die am Start waren. Genau. Peace. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr schlaft alle gut. Und ja, ich muss jetzt meinen Freund abholen.